Weißt du, wie es geht? Mhm. Okay. Machen wir einmal den Cliffhanger hier. Aber ohne Bodler, es soll echt aussehen, als wenn ich hier so mega hoch hänge, ne? Ja. Okay, habe ich. Ja, hast du? Mach noch eins, warte. Mit einer Hand hier. Ja? Und? Zeig. Toll. Alter, gib her. Jetzt gib ab. Gib ab. Korrekt, Alter. Neues Facebook-Bild. Ja. Yeah. Und? Sonst so? Hab ich dir schon von meinem Berlin-Wochenende erzählt? Nee. Also ich war übers Wochenende in Berlin und das war gut. Ja, nee. Also wir waren auf der Premiere vom neuen Bond-Film und ein Kumpel vom Stefan, ja, der arbeitet beim ZDF und der hat uns so Presseausweise gefälscht. Und mit den Dingern sind wir echt auf die Premierenparty gekommen. Alter, es waren echt alle Stars da. Alle. Christoph Waltz war da. Ich habe mir von Barbara Schöneberger Zigaretten geschnorrt. Und jetzt raten mal, neben wem ich am Urinal stand. Daniel Craig? Daniel Kübelböck. Ja, was ich dir eigentlich erzählen wollte, waren die Couchsurfer da, ne? Also beziehungsweise meine Couchsurf-Gastgeberinnen. Plural weiblich, wohlgemerkt. Ich komme da so an und denke erstmal so, oh, so ein hässlicher alter Plattenbau. Und nehme ich reingelassen, dann war der Fahrstuhl kaputt. Also musste ich erstmal bis zum 7. Stock, musste ich erstmal Treppen latschen. Ja, auf jeden Fall, die Tür war nur so angelehnt. Ne? Und ich gehe rein und was sehe ich? Die beiden Mädels sitzen in der Küche am Tisch, trinken Tee. Oben ohne. Beide. Als ob nichts wäre. Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Und? Hast du gehobelt? Nee, weil ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass sie lesbisch sind. Das waren sie überhaupt nicht. Mann, es hätte mein erster Dreier werden können. Ja, sie hat mich so verdient, Alter. Ja, aber ich meine, immerhin hatte ich schon mal was mit einer Schwarzen. Das ist ja auch schon ganz gut. Und du so? Sarah denkt über ein Kind nach, aber ich weiß nicht, ob ja, Alter, das muss ich dir gerade noch erzählen. Ich war neulich mal wieder im Crazy Cat, ne? Und da war so die Mörderbraut. Das war echt so eine Perle. Also ich bin rein und die ist mir gleich ins Auge gestochen. Und ich ihr auch. Wir haben uns dann den ganzen Abend haben uns gegenseitig so abgecheckt. Und irgendwann später sehe ich sie mit so einem blöden Heini tanzen, ne? Und da habe ich mich einfach in die Tanzfläche gestellt und die beiden demonstrativ beobachtet. Und irgendwann hat sie dann wieder zurückgeguckt und hat mich ab dem Moment die ganze Zeit so angestarrt. Aber weiter mit dem Typen getanzt und sich dann so an ihm gerieben und so. Ey, hier so. Und also im Prinzip war sie am Pole-Dance, nur dass der Typ die Pole war, ey. Und der war nicht nur die Pole, ey, der hatte auch mit Sicherheit so eine Pole. Ey, Alter, wo willst du denn hin, Linus? Ey, ich rede mit dir. Linus! Alter, was ist denn los? Hey! Linus Marius Kallenberg, kommst du jetzt wieder hierher? Beifuß! Alter!
Spast, ey! Ey, Linus, hör mal auf zu stressen, ey, was geht denn ab? Ich meine natürlich, ich fahre nicht 5 Stunden Bahn und zahle 120 Euro dafür, mich von ihr Volltext unterbrechen zu lassen. Was ist denn bitte Volltexten? Ich erzähl dir, was ich erlebt habe. Wenn es dir nicht interessiert, dann bitte. Ey, du erzählst irgendwelche Geschichten, aber ich weiß nicht, was davon ausgedacht und was nicht. Ich will nicht wissen, was du machst, ich will wissen, was du denkst, was du fühlst, was in dir drin ist. Du versteckst dich hinter der Fassade vom coolen Macker, aber vor wem, ey? Von mir ganz kurz. Hey, jetzt komm mal runter, Alter. Take a chill pill. Du brichst mich da schon wieder. Das ist ja gut. Ich hab's verstanden. Aber ich meine, guck mal, du bist jetzt wie lange hier? 2 Stunden? Und du fährst gleich solche Geschütze auf. Du machst so ein Fass auf. Ich meine, beruhig dich mal. Gib uns mal ein bisschen Zeit, um uns aneinander zu gewöhnen. Ich meine, du bist doch noch das ganze Wochenende da. Dein Handy klingelt. Ich weiß.